Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Und der Kunststoff rauscht jetzt ganz schön durch. Das liegt daran, dass wir die Rotenproduktion hier oben deutlich angehoben haben. Aber es scheint noch zu reichen. Schauen sich auch inzwischen hier so ein bisschen zurück. Gut, weil das bedeutet nämlich, dass hier hinten auch alles verläuft. Das ist sehr gut sogar. Würde nämlich auch bedeuten, dass wenn wir jetzt genug von der Säure hätten, entsprechende Mengen ankommen würden. So. Und das Problem mit der Säure würde ich ganz gerne lösen. Dazu müsste ich aber zum Beispiel von hier... Ich glaube, ich fange hier tatsächlich an. Oder Rohrleitung nach oben ziehen. Um Dingens hier. Petroleum oben verarbeiten zu können. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Auf jeden Fall. Oh shit, ich muss unter den Öltanks her. Ich, ansonsten muss ich hier irgendwie hoch. Echt das? Natürlich so um einen nicht. Ey. Okay. So, dann gehen wir hier. Ja. Bis hier. Nochmal bis hier. Dann bis hier und dann. Ja, und dann speise ich hier irgendwie hier rüber. Ich brauche dafür aber Eisen. Aber eigentlich kann ich mir das Eisen ja hier abzweigen. Einem filternden Stapelgreifarm, der mir hier Eisenplatten drauflegt. So, das würde bedeuten, dass wir hier Eisen und auch das der restlichen Shit haben. Ich brauche aber auch Wasser. Perfekt. So, brauche ich noch ein paar normale Rohre. So, dann brauche ich jetzt noch zwei Chemiefabriken. Die brauchen natürlich auch wieder Rohre. Doch, das geht so. Gut. Auch drei Chemiefabriken fällt mir gerade so auf. Gucken. Im Wasser und so weiter mache. So, und dann oben drüber eine Chemiefabrik nochmal. Ein paar normale Rohre. So, dann gucken wir jetzt aber erstmal. Hier. Die Rohre hier. Durchverbinden, dass hier Petroleum läuft. Und hier fehlen dafür entsprechend noch welche. Dann läuft das Petroleum jetzt hier hoch. Wenn ich dem jetzt sage, ich hätte gerne bitte das hier. Fehlt mir entsprechend noch hier der Anschluss für das Wasser. So lösen. Da ein bisschen auf Entfernung bauen. So, das Eisen können wir dann so durchziehen. Die braucht noch Eisen. Ne, der braucht hier unten kein Eisen. Okay. Falsch im Kopf. Dann die Chemiefabrik, aber hier braucht Eisen. Warum sie da?
Ein Abstand. Macht Schwefelsäure mit Wasser zusätzlich. Da ich hier aber nicht das so brauche, dann machen wir das jetzt erstmal hier noch ein paar Rohre fertig. Ich brauche die unterirdischen, nämlich von hier nach hier. Wasser kommt hier an. Oh, das darf nicht passieren. Dafür brauche ich dann also hier an der Stelle wieder ein unterirdisches Rohr. So, dann haben wir die mit Wasser versorgt. Ich muss aber auch das Shit. Hier nochmal alles abbauen. So, ich brauche wieder die unterirdischen. Hier, 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 hier und hier. Verdammt. Das muss ich lösen. Brauche ich das wieder wie unten? Da ist die Schmierfabrik. So, einmal Greifarm hier. Dann zwei Stapelgreifarme und eine Holzkiste. Hier. Hier und hier. Wird das nämlich jetzt mit Strom versorgt, dann brauche ich noch einen mittleren Strommast hier und einen entsprechenden weiteren Stromanschluss hier irgendwie an einen der Masten. So. Dran. Dann wäre jetzt hier noch gesagt, wo kommt das bitte? Den Wasseranschluss bauen wir so. Da habe ich jetzt schon wieder einen übrig. Ach so, weil hier noch der Wasseranschluss fehlt. Wir stehen, jetzt muss ich nur noch das Eisen dahin ziehen. So, und entsprechend noch einen schnellen Greifarm. Hier. So. Dann kommt hier theoretisch nämlich auch wieder Säure raus. Pumpe ich die einfach hier mit einer Pumpe und zwei, drei unterirdischen Rohren hier rein. Das heißt, ich brauche hier auch nochmal den Strommast. So. Ich jetzt hier die normalen und den Strommast hier. So, das müsste jetzt besser funktionieren. Hoffe ich jedenfalls. Und müsste jetzt eigentlich permanent die Säure rauskommen. Hier steht auch wieder Säure richtig drin. Das Rohr läuft auch ein bisschen voller als vorher. Prozessoren werden wieder fabriziert, weil die wieder genug Säure kriegen. Perfekt. Mit anderen Worten, hier oben läuft die Produktion jetzt auch wieder. So, ich könnte natürlich die Menge an Prozessoren, die ich kriege, wieder reduzieren auf 100. Und dann habe ich hier unten links irgendwo doch Energieschildproduktion hingebaut. Habe ich denn davon jetzt? Davon habe ich 10. Vielleicht müsste jetzt hier die Produktion einfach angehalten werden. Mehr brauche ich nämlich nicht. So. Ich habe jetzt 50 und 3 Energieschilder. Ich schmeiß die einfach mal. Nein, die nicht. Brauche ich nämlich, um das MK3-Schild herzustellen. Einbauen wollte. Ich hoffe, das ist da, wie groß ist denn das? Oh, das hat 3x3 als Dimensionierung. Kommen hier zwei Laserverteidigungen raus. Und kommt hier hin. Kann ich irgendwie durch Umpositionierung von Sachen das da was? Moment.
Die kommen mal raus. Dann kann ich nämlich nicht den Fusionsreaktor, sondern die Batterien da hinsetzen. Und ich habe keinen großen Verlust dadurch erlitten. Das ist gut. Mir fällt jetzt ein Laserturm, aber das ist nicht schlimm. Das Energieschild lädt sich auf. Batterien laden sich so ein bisschen aus. So, dann heißt, das kann weg und das kann auch weg. Können weg, das kann weg. Beiden Maschinengewehre brauche ich nicht mehr. Die zerbrechende Munition behalte ich mal. Aber dann müssten wir jetzt theoretisch hier irgendwo, wo habe ich eine Lücke? Da oben habe ich ein Tor. So, welches Feld müssen wir jetzt hier möglichst? Nichts mehr los. 6,2 Millionen Eisenfeld wäre natürlich interessant, aber interessanter finde ich das 7,9 Millionen Eisenfeld. Hinten das 9,5 Millionen Kupfer sowie das 6,9 Millionen Kupfer hier unten. Kümmern wir uns doch als erstes mal um das. Machen wir erstmal nach links ein bisschen Platz. Wird auch so heute so die Hauptaufgabe sein, um die ich mich kümmere. Hier die Basen wegzumachen. Die mir so auf den Sack gehen. So. Funktioniert recht gut. Da bin ich auch froh, dass das funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob die Energieausdauer reicht, die ich produziere. Ich fürchte eigentlich nicht. So. Das 10 Millionen Eisenfeld wäre natürlich noch interessant. Da könnte ich dann auch hier das 9,5 Millionen Kupferfeld noch gut an. Alter Vater, habe ich da gerade einen Schwarm gesehen, der auf meine Base zumarschiert. Jetzt auch einiges los sein jetzt gleich. 17 Türme, 20 Türme, 27 Türme. Werden wieder weniger Türme, das heißt, die Aliens sind tot. Und die haben sich von hier unten gemeldet. So. Das Eisenfeld frei. Das Feld mache ich jetzt auch noch frei. So. Jetzt auch weg. Das funktioniert ganz gut. Ist auch weg. Hier ist noch mal ein kleines Lager. Das ist echt angenehm mit dem besseren Schild. Theoretisch kann ich den erforschen, aber dafür muss ich erst ein bisschen was ins Weltall schießen. Dasselbe gilt hier. Das bedeutet, wir erforschen mal von oben runter. Und da ist noch ein ordentliches Lager mit, also jedenfalls ordentliche Verteidigung. Weg. Hier oben ist auch noch ein Lager, das habe ich überhaupt nicht gesehen. So. Weg. Rennen wir mal ein Stück noch nach rechts und machen hier drüben auch noch einiges weg. Mal, wie es läuft. Ja. Das funktioniert ganz gut. Und wenn ich das gerade richtig sehe, haben wir ein paar Zuschauer bei Twitch. Ah, zwei Stück. Eine Grüße nach Twitch. Ah, große Maus ist wieder da. Hallo, große Maus. So. Wollen wir uns hier mal um die ganzen Basen kümmern, die mir auf den Sack gehen. Oh, das hat etwas länger gedauert gerade, aber egal. So, alles wegmachen. Ja, heute geht es vor allen Dingen darum, halt die Sachen wegzumachen.
Damit ich hier um die Basis ein bisschen Platz kriege. Mich ein bisschen ausbreiten kann. Und ja. Also nichts Wildes. Nicht viele Folgen. Nämlich gleich noch ein bisschen Haushalt machen. Dann mache ich hier mal ein bisschen Holz weg. Dann einfach mal hier ein bisschen was zum Abbauen markieren. Dann ein Stück hier hochrennen, einfach mal die Base hier wegrotzen. So. Hier werden wir nämlich nachher uns relativ weit expandieren. Beziehungsweise habe ich vor, mich zu expandieren. Hier unter anderem da oben ist nämlich, glaube ich, das ist nämlich ein gutes Kupferfeld. Genau, die 8,9 Millionen, die würde ich gerne haben. Da brauche ich dann halt hier den Platz, um Schienensysteme hinzubauen. So. Und ich werde versuchen, die entsprechenden Kurven, die ich einbauen muss, baue ich möglichst direkt als Kreuzung. Als T-Kreuzung jeweils. Damit es dort ein bisschen, dass ich da die Anschlussmöglichkeiten behalte. Oder aber noch eine Basis. Hier ist auch noch eine. So, das Kupferfeld müssen wir jetzt hier ein bisschen befreien. Es ist dunkel wie Sau. Und ich marschiere einfach durch die Basis durch. Ich muss jetzt aber eigentlich mal einen Moment warten, weil ich habe, glaube ich, quasi gar keine Ladung in den Batterien mehr drin. Und das ist natürlich ungünstig. Wenn ich in Gegner reinrenne. Sagten die Fusionsreaktoren laufen natürlich durch. Eventuell muss ich nochmal 4 Lasertürme opfern für einen weiteren Fusionsreaktor, aber nicht jetzt. So, aber es wird gerade wieder Tag. Ich laufe jetzt ja einfach mal. Das hier ist nämlich eine Basis, die doch recht groß ist. Immerhin. Immer schön ein bisschen vorrücken. Ah, das war aber gar nicht so viel gerade. So, jetzt ist alles weg. Jetzt kann ich Feld kümmern. Hier drüben scheint es noch richtig Öl zu geben. Ja, ja, Moment, was sagt die Karte? 4700, ja, ist okay. So. Dann laufen wir hier nochmal wieder runter, weil da unten sind noch ein paar Basen. Ich habe fertig erforscht, direkt das nächste anschubsen. Fällt gerade auf, dass ich eigentlich ein bisschen Qualität rausholen könnte, wenn ich meinen Prozessor wieder übertakten würde. Oder brauche ich gerade nicht, weil Renderer hat kein Problem, das Spiel hat keine Probleme, also wie sollte ich. Nice, das ist echt so angenehm. Ich bin so froh, dass ich die Mod noch reingenommen habe mit den besseren Rüstungen. Oh, die Basis hier direkt an meiner Tür. Direkt an meiner Base. Das ist ja. Ich hab nichts verloren. So. Und hier noch einiges an Viehzeug drum. Und hier ein bisschen was rum. Rum, aber das ist jetzt auch alles weg. Und das ist ganz angenehm. Ganz schönes Kupferfeld. 0,1 Millionen. Ganz angenehm. Da rennt auch was rum. So. Damit. Sehr schön. So, die Folge ist schon krass rum. Entsprechend, ich hab euch lieb, ihr mich hoffentlich auch. Drückt die Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten drückt einen Daumen nach unten. Schreibt mir gerne Kommentare. Lasst noch ein Abo da. Rastet es raus. Tschüss.